alle, die hier durch wollen. Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Ich bin dabei. Aber sei es drum. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Bleib dran. Okay. Also. Los, tötet ihn! Lasst mich in Ruhe! Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Ja, Mann. Das ist die gutste kleine Klinge, Alter. Und Spaß. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Jawohl. Down, down, down. Am Kämpfen, oder? Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es drum. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Let's go. Okay, glaub nicht. Mist. Gut. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta! Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür! Beim dreimal größten! Kommt herein! Schnell! Die Stadt ist im Krieg! Beeilung! Wartet! Ich stehe in eurer Schuld! Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein, wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Ja. Achso, ruf gelernt, Dichter. Geil. Also Typ bestimmt. Richtig nice Typ. Francesco de Pazzi. Aufgewachsen als Adliger in einer Stadt, die von den neureichen Medici bezaubert war, lernte Francesco das Bürgertum zu hassen. Und ihre Aufsteiger. Er musste mit ansehen, wie die Bank der Medici seine eigene übertrumpfte. Und der jahrhundertealte Einfluss auf die florentinische Regierung entrann ihm. Anscheinend bot ihm der Spanier eine Lösung. Statt sich mit dem dreckigen Bankgeschäft auseinanderzusetzen, musste Francesco nur eine Sache für die Templer tun, um das Bürgertum ein für allemal in die Schranken zu weisen. Die Medici töten. Giovanni Auditore versuchte, Francesco durch seine Verhaftung aufzuhalten. Aber die Templer erledigten das. Sehr gut. Nice Video auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ne? Dann werden wir mal auf die Karte gehen. Danke. So, durchmachen wir das jetzt hier. Kurz den Bescheid, den wir wegreißen da. Was ist das Ding? Eben, eben. Hier eben ist das. So. Sollte reichen. Als erster. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Oh, natürlich gerne. Kenne ich nicht, die Leute, kenne ich nicht. Zeitbegrenzung oder irgendwas? Nö, ne? Sehr gut, das ist mir am liebsten. Da oben ist er.
Kannst gerne wirklich mal so ein paar noch abreißen, dass das gerade so klein wie möglich ist. Weil ihr wisst ja, meine Freunde, Bekanntheit, ne? Ist nicht immer nur gut. So. Helfen wir unser kleiner Furzknoten da. Braucht ihr medizinische Hilfe? Nee, nee. Ich bin gesund. Ich gehört. Noch einer? Machen wir uns auch noch mal eben schnell. Wenn ich da keinen Bekanntheitsgrad. Ich weiß, ich kriege nicht sowieso wieder welchen, aber ich muss gerne so wenig wie möglich immer haben. So wenig wie möglich und so kurz wie möglich. Ja, Mann, sehr gut. Jetzt ruhig, schnapp auf. So. So, okay, wir müssen hier hoch. Ich muss jetzt schon eine Person suchen. Du schon wieder! Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Da hoch müssen wir. Das kriegen wir hin. Und gerade was an Siegen gerade, da kriegen wir ja so auch das hin. Oder fast wieder runtergefallen sind, das ist zu knapp, aber okay. So, hoch, Jungs, Papa. Pfeifen wir jetzt mega dabei. Bloß da. Kann gar nicht runter her, ne? Lachu, da ist er! Auf ihn! Ich kann den Konter machen, oder was? Hallo? Darf ich jetzt auch mal eventuell? Zack. Jemand. Kommt. Uns entfliehst du nicht! Schneller! Er hängt uns ab! Dann mach doch! Er entkommt uns! Ekono! Fuck ihn! Da! Beeilung! Wir verlieren ihn! Oh, du Arschloch! Was ein Wichser, Alter! Guck mal hart! Oh, der Junge hält sich für einen Schwertkampfmeister. Du hast also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir. Halte ein! Wache!
Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Sehr gut, ey. Jau, Alter, was ist das für ein Opferknecht? Pisser, Himmelkopf, Pisser. Ja, hallo, er greift ihn gar nicht an. Also, ja, nee, das ist echt so was. Der Typ, der hat mir damals Geld noch gegeben und so weiter, den will ich gar nicht angreifen. Krass, Junge. Heute noch, bitte. Danke. War, glaube ich, gar nicht so geplant im Spiel, aber es war, die Ermordung, die war echt richtig schlecht. Also nicht von mir, aber die war schon gut. Eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Libertad! 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 Popolo de libertad! Libertad! Francesco! Tja, Francesco. Du kannst viel verändern, nice. Aha. Was ist da von dem da Versteck? Okay. Da oben. Templerversteck. Gehen wir mal ganz kurz hin. Klingt am Templerversteck eigentlich auch so ein Ding? Ich meine, ich das hier. Ich weiß kurz, wie viele Rüstung haben wir so? Wie viel ist allgemein gerade bei uns aus? Überlegen, was ich mache. Für 1000 Villa, ich glaube, das ist gerade entschieden, was ich gerade mache. Bereit ist erstmal zur Villa. Das ist ziemlich Versteck. Aber das machen wir jetzt gleich, dann muss ich wieder aufs Klo. Freunde. Deshalb sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. Jo, Freunde. Willkommen zurück. Auf geht's zum Templar-Symbol. Und vielleicht kann es ja sein, dass dadurch da auch noch ein kleines Sneak-Versteck ist. Kann ja sein, ne, meine Freunde. Kann sein. Wäre geil. Ne? Würde ich auf jeden Fall ziemlich nice finden. So. Carne fresca! Sempre fresca!
Über das alte, ne? Kann sein. Ja, ich sehe hier noch das Zeichen. Da kann man nochmal rein. So. Fighter Gates. Ui, dicker. Der Palazzo Medici.